Are you ready? Party, Freunde, heute steht wieder einiges an. Zwei Auftritte, einmal Dortmund-Olé, dann geht's nach Pfullendorf, morgen geht's nach Kroatien und ihr seid überall mit dabei. Ich mache mich jetzt erstmal ready. Du nicht. Du kommst hier auf gar keinen Fall rein. Jetzt on the road, 600 Kilometer von Dortmund nach Pfullendorf. Dortmund-Olé war heftig um die Uhrzeit, natürlich aber auch bei bestem Wetter. So viele Menschen, das war gigantisch. Und jetzt, wie gesagt, ab geht's, Seepark 6, Pfullendorf, Summerty Festival. Ich hab Bock, los geht's. Die ersten 200 Kilometer haben wir geschafft. Jetzt gibt es erstmal einen Zwischenstopp. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Dann hauen wir noch, ich glaube, 5 Stunden haben wir noch auf der Uhr oder so. Das ist immer das, was keiner sieht, dieses Autofahren. Das ist manchmal anstrengend. Wer viel Sport macht, darf auch viel essen. Ich esse so viel Süßigkeiten unterwegs, das glaubt mir immer keiner, aber der Kofferraum ist voll. Komm mal gucken. Guck mal. Hier gibt es auch so leckere Sachen, weißt du, so Trinke, ein bisschen Frikadellen. Red Bull, Schokolade darf natürlich nicht fehlen, aber weißt du, was das Geilste ist? Weißt du, was das Allergeilste ist? Wenn wir Bock auf Tee oder Kaffee haben, kennst du sowas? Ein Wasserkocher. Digga, die sitzt auf meiner Fleischwurst. Geh zu Mike, der hat Oliven. Du hast 2 Schmetterlinge in der Hand. Ich bin fürs Kotzen, Alter. Sag mal, was wollt ihr denn? Hinter uns. 2 geile Auftritte haben wir heute durchgezogen und abgefeiert. Und jetzt geht's noch ganz kurz ins Hotel, denn morgen geht's nach Kroatien. Wir gehen in den Flieger Richtung Kroatien. Heute Abend 18:30 Uhr. Türkische Beach im Club. Jawohl! Hi, ich bin der Tourbetreuer von Easy, mein Name ist Mike und jetzt sind wir in der letzten Vorbereitung. Mischpult ein bisschen sauber machen, neue Songs aufspielen und dann freue ich mich gleich auf einen geilen Job. Und jetzt alle!
Fall, Sachen sind alle vorbereitet. So, ich sag dir jetzt mal die Reihenfolge. Also, das Leben ist dabei. Du guckst aufs Handy und ich sag dir die Reihenfolge, die wir heute machen. Wir haben heute als erstes das Leben ist eine Party. Dann den Hardstyle-Remix von Die Party sind wir. Dann Knicklicht, Paradies, Kaleidoskop. Yes. Halt die Fresse. Nach Kaleidoskop kommt. Hat seine Seite. Eigentlich etwas, was die Leute kennen. Der beim Feiern? Ja. Ha! Nach Kaleidoskop kommt der beim Feiern. Und danach kommt Ich feiere das und ich hab Bock zu seinem Remix. Und danach kommt Nachtaktiv und dann kommt der Remix von Sim. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich habe gerade gesehen, dass der Laden bumsvoll ist und eine riesenlange Schlange draußen ist. Ja, Mann! Das ist natürlich immer die geilste Sache, wenn du irgendwo ankommst und du siehst, der Laden ist voll. Das nimmt einem so ein bisschen die Last eigentlich, aber es macht mich halt auch jetzt noch nervöser. Also, heute bin ich ganz besonders aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, aber Kroatien ist halt ein ganz anderes Land. Der Club, in dem ich auftrete, da werde ich heute zum allerersten Mal sein. Kriege ich die Texte hin, ist die Frage. Habe ich das richtige Timing? Versinge ich mich? Das wird die Frage aller Fragen. Und hält mein Outfit? Wir sind nachtaktiv. Leute, aufstehen! Uns rausgehen, uns um die Welt drehen, auch wenn wir draufgehen. Wieder den Tag verschlafen, Zeit sich aufzuraffen. Alles geht auf die Straßen, weil alle draußen warten. Drehen gleich die Boxen auf, ziehen unser T-Shirt aus. Sind einfach mega drauf, rasten heute völlig aus. Aber vorher stellt euch vor, ihr seht die Sonne am Horizont. Spürt ihr es auch? Dieses Gefühl von Freiheit, die Energie, die euch durchdringt, wenn die Nacht beginnt. Wir sind nachtaktiv. Nachtaktiv. Wir sind nachtaktiv. Diese Nacht ist komplettes Wochenende on Tour mit Easy Glück. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich bedanke mich dafür, dass ich das alles erleben darf. Ich weiß es sehr zu schätzen, hier unter dieser kroatischen Sonne zu stehen. Like das Video, kommentiert das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.